Leute, willkommen zu einem neuen Diamond Painting Vlog. Mein neues Bild ist dieses Strandbild mit dem Herz im Sand. Ich wollte mal ein bisschen Urlaubsfeeling hier reinbringen. Das Bild ist in den Maßen 30x30 und hat runde Steine. Es hat 21 richtig schöne pastellige Farben. Und ist aus dem Adventskalender von 2021. Also muss dieses Bild dringend weg und ich würde sagen, ich fange mal an. Das letzte Steinchen wird gesetzt. Zum Versiegeln benutze ich wie immer das Latexbindemittel von Baufahn. Einfach mit dem Pinsel drauf verteilen. Wirklich gut verteilen, dass auch in jede Ritze ein bisschen Latexbindemittel kommt. Das Bild muss jetzt 24 Stunden trocknen. Danach ist es wieder komplett transparent und auch ein bisschen härter. Also die Leinwand ist dann einfach nicht mehr so wabbelig, was ich viel, viel besser finde. Und die Steine halten danach auch bombenfest. Ich habe mal ein Video gemacht, wo ich verschiedene Versiegelungen getestet habe. Das könnt ihr hier oben anklicken. Oder am Ende des Videos, da blende ich das dann auch nochmal ein. In der Zeit, wo das Bild trocknet, werde ich noch meine wunderschönen Steine nach Farben einsortieren. Runde Steine werden bei mir nicht nach DMC-Nummern sortiert, sondern lediglich nach Farben. Ich habe Weiß, Blau, Lachs, Rot, Grün, Türkisblau, Braun, und Pink. Und so sieht das Bild jetzt fertig versiegelt und mit abgeschnittenem Rand aus. Wie immer ist das Bild natürlich jetzt viel härter nach dem Versiegeln. Finde ich richtig super. Das Bild hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Das ging richtig, richtig schnell. Ich habe einfach fast das komplette Bild, also ungefähr diesen ganzen rosa Teil hier, innerhalb von einem Abend gemacht. Ich war einfach so im Flow. Und ein Abend waren so ungefähr 4-5 Stunden. Insgesamt habe ich nämlich einfach 6 Stunden 23 nur gebraucht. Aber das ist ja auch ein kleines Bild, 30x30 cm groß und vor allem runde Steine, die gehen eh immer super schnell. Zumindest bei mir mit dem 10er-Aufsatz. Ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Bild, was mir viel Spaß gemacht hat. Ein fertiges Bild von dem Bild seht ihr wie immer auf Instagram. Abonniert auf jeden Fall super gerne den Kanal, denn hier kommen mal richtig coole Diamond Painting Videos und wir sind fast 1000.
Wenn wir hier auf YouTube die 1000-Marke geknackt haben, dann gibt es auch ein Gewinnspiel von mir. Und zwar wird es in der nächsten Zeit 3 Gewinnspiele für euch geben. Gewinnen könnt ihr auf jeden Fall ein Bild aus dem Adventskalender von letztem Jahr. Denn ich habe so viele Bilder und dachte, ich gebe mal an euch was zurück. Und zwar immer bei der nächstgrößeren Followerzahl. Das wären auf YouTube 1000 und auch auf Instagram 1000. Beide Male wird das Gewinnspiel auf Instagram passieren. Und bei TikTok wären es einfach 15.000 Follower. Das wäre richtig krass, wenn wir die erreichen würden. Und da gibt es dann selbstverständlich auch ein Gewinnspiel, aber diesmal auf TikTok. Aber hier auf YouTube sollte es auf jeden Fall nicht schwer sein, denn wir sind schon wirklich knapp dran. Deswegen vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und vor allem, um dann am Gewinnspiel teilzunehmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Das nächste Bild wird übrigens ein Testbild, und zwar von Tini Schnickschnack. Dazu wird es selbstverständlich auch ein Diamond Painting Vlog geben. Um das nicht zu verpassen, lasst dem Kanal gerne ein Abo da.